Hallo zusammen. Im Moment ist Corona bedingt ja nicht viel los, was Oldtimer-Veranstaltungen so angeht. Aber heute gibt es endlich mal wieder eine Gelegenheit, was zu machen. Wir fahren beim MSC Roten Ofel eine kontaktlose Oldtimer-Rallye mit. Mit an Bord sind wieder Olli und Alina. Wir haben das ja schon des Öfteren gemacht. Und wir zeigen euch mal, wie das so alles funktioniert. Also wir müssen gleich jetzt erstmal ein Auto anfahren, wo ein QR-Code hinterlegt ist. Und darüber bekommen wir dann die Fahrunterlagen und ja, über alles Weitere informieren wir euch dann. So, wir sind jetzt beim Startpunkt angekommen. Die Oldtimer Rallye startet heute, oder die Etappe heute, startet bei der Firma MTB Kfz Meisterbetrieb. In diesem alten LKW finden wir dann den QR-Code, den wir einscannen müssen. Und über den QR-Code können wir dann eine PDF runterladen, anhand dessen wir dann das Roadbook bekommen. Und dann müssen wir das halt irgendwie auf ein Tablet ziehen und anhand dann des Roadbooks, ja, ist dann die Aufgabenstellung, und dann müssen wir dann gucken, was uns da für Aufgaben im Einzelnen erwarten. So, wir haben jetzt beratschlagt, wie wir fahren wollen, haben die Aufgaben runtergeladen und haben das jetzt auf der Karte skizziert für uns, weil wir ein Tablet dabei haben. Und dann werden wir jetzt gleich losfahren. Wir haben also technisch alle ganz schön aufgerüstet. Wir haben ein Navi dabei, damit wir mal die Straßennamen haben. Wir haben zwei Tablets dabei, um die Karten vernünftig darstellen zu können. Und dann eben auch die Handys mit dem Tripmaster noch dabei. Das sind halt so diese üblichen Sachen, die man für diese ganzen Geschichten immer so braucht. Und jetzt geht's wirklich los. Beim Fahren kommt es jetzt also immer darauf an, Ortseingangsschilder zu suchen. Wenn die links oder rechts stehen, werden beide ersten Buchstaben in den Ortseingangsschildern aufgeschrieben. Ist es nur eins, schreibt man halt nur eins auf. Hier kann man jetzt schön sehen, ziemlich versteckt hinter Bäumen gibt es nämlich ein Ortseingangsschild, was wir auf jeden Fall notieren müssen. Ja, wann kommt's, wo kam es denn? Da ist es. Da kann man es ganz gut sehen. Schön versteckt. Vom Kartenmaterial her sind wir jetzt einmal in Karree gefahren, da sind wir an der gleichen Stelle wieder vorbeigekommen. Jetzt kommen hier gleich die nächsten Ortseingangsschilder, die wir auch noch mal wieder notieren müssen. Und dann gibt es auch immer sogenannte Baumaffen. Das sind dann oft ja, Nummern oder kleinere Schilder, die auf der rechten Seite dann immer aufgestellt worden sind von denen, die wir dann auch immer notieren müssen. Da haben wir bis jetzt aber auch erst einen Baumaffen von gesehen mit einer Nummer. Hier kommt jetzt eine Aufgabe, da sind wir uns nicht sicher. Wir haben hier ein Schild, da steht drauf Oberlübbe. Wir sind uns aber nicht sicher, ob das nicht doch eventuell ein Ortsausgangsschild gewesen ist, weil da eventuell der Balken, der drüber war, komplett verblichen sein könnte. Weil von der Rückseite heißt das Ganze auch Oberlübbe und sieht mehr so aus, als wenn man von der Seite aus reinfahren würde, dass das eher der Ortseingang wäre, den man jetzt erreicht. Olli steigt jetzt einmal aus und guckt sich den ganzen Spaß einmal an, ob das nicht eventuell das Ortsausgangsschild ist. Weil das dürfen wir nämlich nicht notieren, weil wir nur Ortseingangsschilder notieren dürfen. So, landschaftlich sind wir hier auch ganz schön unterwegs. Hier sind wir jetzt über einen Kamm gefahren. Das ist eine ganz schöne Kurbelei. So, und hier sind wir jetzt in der zweiten Aufgabe angelangt und hier haben wir jetzt so einen Baumaffen mit der 10 und die werden wir jetzt auch in dieses Rasterblatt eintragen. Wir fahren auch relativ schmale Wege. Das ist jetzt eine schärfere Rechtskurve. Da oben kommen wir wieder auf eine Kreuzung und da sind wir jetzt schon das zweite Mal lang gefahren und da ist auch wieder so ein Baumaffe zu sehen. Sieht man jetzt gleich unter dem Vorfahrtsschild. Wir haben die Etappe erfolgreich beendet. Das war die erste Etappe von insgesamt dreien, aus denen die ganze Oldtimer Rallye besteht. Das hier ist unsere Bordkarte,
die wir jetzt auch per E-Mail an den MSC Roten Uffeln geschickt haben. Und die machen dann die Auswertung. Wir werden das ganze Video natürlich auch nicht vor Dienstag veröffentlichen. Weil es könnte ja sein, dass da sonst jemand auch gut abschreiben kann und die Etappe dann gar nicht fahren muss. So, Mitstreiter, Olli zufrieden? Sehr zufrieden. Ich denke, es hat soweit ganz gut funktioniert. Ja? Alina, oder was sagst du? Ja, lief gut. Top, ne? Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Nächste Woche wieder. Ja.